Und hier bin ich wieder zurück mit einer Fortsetzung zum Projekt zweite Gartenterrasse. Ich habe ja gestern in dem anderen Video, das habe ich hier verlinkt noch mit in den Kommentaren, diese Bordenkante gesetzt, habe den Rasen neu eingelegt, weil ich hier drüben ja nur noch pflastern möchte. Und der alte Weg ging ja hier entlang, also relativ knapp an diesem Rasensprenger. Und heute besteht meine Aufgabe darin, diesen einzelnen Rasensprenger einfach so weit wie möglich hier hinten in diese Kante reinzusetzen. Also knappe 20 cm möchte ich das ganze Teil rüberbringen. Zum Verständnis nochmal her. Hand der Rasensprenger. So, hierher. Ungefähr dahin. So weit wie ich komme. Und hierfür werde ich heute Teile der Verrohrung wieder aus der Erde ausgraben müssen, werde einen Verbinder setzen, ein Stück Schlauch dazwischen hier neu einbauen und anschließend den Sprenger justieren. Und wie ich das Ganze mache, halte ich natürlich auch Video fest, um dem einen oder anderen von euch ein paar nützliche Tipps zu geben. Bevor ich an den Einbau gehe, möchte ich die Gelegenheit nutzen und euch das Hunter-System, das ich für meine Rasenbewässerung verwende, noch mal kurz näher vorzustellen. Kernstück des Hunter-Systems ist der I20, den ich verwende. Das ist dieser Rasensprenger. Auf der Oberseite jetzt zu erkennen ist der Auswurfteller mit verschiedenen Markierungen, Einkerbungen. Das heißt, ich kann zum einen jetzt hier am Gerät die Wasserstärke einstellen, ich kann den Winkel einstellen, ich kann die Düsen nachjustieren. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auseinanderschraube, dann haben wir zum einen diesen Behälter, an dem unten jetzt der Anschluss ist, und zum anderen die eigentliche Sprengereinheit. Das Ganze über ein Federsystem. Und wenn das Wasser den entsprechenden Druck aufbaut in der Leitung, wird der nach oben geholt und dann seht ihr hier oben schon die Öffnung, in dem das Wasser rausgesprengt wird. In meinem Fall ist jetzt hier nichts weiter drinne, weil in diese Löcher diese Düsen noch mit eingebaut werden müssen. Standardmäßig gibt es, wenn man sich so ein Hunter Rasensprenger holt, eine kleine Auswahl an Düsen mit dazu, inklusive einer Beschreibung, Zettel, wo dann drauf steht, welche Farbe für welche Wurfweite mit welcher Bewässerung verwendet werden sollte. Das haben wir einmal für große Radien, für kleine Radien. Ich habe speziell für meine Flächen, weil ich doch sehr kurze Rasenflächen habe, aber die sich in die Länge ziehen, spezielle Kurzdüsen mir gekauft. Die sind dann schwarz, die das Wasser jetzt in dem Sinne eher sprühen oder vernebeln, also nicht so sehr in die Weite gehen, dafür eher in der Nähe das Wasser verteilen. Bin ich sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte. Und von der Funktion her, im Einbau muss man sich das jetzt so vorstellen. Ich habe jetzt hier ein paar übrig, dann zeige ich euch das einfach mal. Ihr habt diese Düsen und könnt jetzt einfach hier das Ding runterziehen, die Düse einsetzen. Zum Anschlag einstecken und dann ist das Ganze schon fertig. Und wenn jetzt der Wasserdruck aufgebaut wird, zieht das nach oben, der Kopf springt nach links und rechts und über diesen Stellmotor hier, man merkt, auf der Feder ist wirklich Spannung drauf, kann ich jetzt hier über diesen Hunter-Verstellschlüssel, der im Original dazu ist, eine kleine Schraube hoch und runter justieren, die dann hier das Sprengerbild maßgeblich verändert. Also flacher oder höher, mehr Sprühnebel, weniger Sprühnebel. Ursprünglich habe ich gedacht, dass diese Schraube auch zusätzlich die Funktion hat, diese Düse festzuhalten, dass sie nicht rausrutscht. Aber ich habe einen Sprenger eingebaut, wo ich die Schraube praktisch komplett rausgedreht habe, um ein mir passendes Sprühbild zu bekommen, und die Düse rutscht eben nicht raus, also das hält.
Für den Einbau selber empfehle ich, wenn ihr die Düsen wechseln wollt, ihr könnt das zwar High-Life machen, wenn das System schon in der Erde verbaut ist, indem ihr das Ganze zum Beispiel wieder ausbaut, unten am Gewinde einfach herausschraubt und dann die Düsen wechselt, oder ihr macht eins, ihr nehmt diesen Hunter-Schlüssel und ihr merkt schon, das Teil hier ist das A und O. Ohne diesen Schlüssel kommt ihr nicht weit, weil ihr braucht zum einen diesen Imbusschlüssel und viel wichtiger ist dieser Schlüssel hier. Dann könnt ihr in dem Zusammenhang einfach das Wasser abstellen, also den Durchfluss auf 0 setzen, gebt Druck auf die Leitung, anschließend fährt dann dieser Sprenger nach oben, also bei euch direkt im Rasen, der schaut dann einfach nur aus der Erde so raus. Und dann könnt ihr problemlos die Düsen wechseln und gegebenenfalls auch einfach mal durchtesten und ausprobieren, welche Düse am besten geeignet ist für das Wurfbild, das ihr euch vorstellt. Um das System im Rasen oder in der Erde einzubauen, bedarf es natürlich ein paar mehr Zubehörteile. Zum einen der Anschluss jetzt direkt am Sprenger selber. Das ist ein normales Gewinde. Das seht ihr jetzt hier, das Außengewinde. Hier habt ihr ein Innengewinde. Das Ganze dann mit Hanf, Teflonband oder wie auch immer einwickeln, dass das Ganze dicht ist. Dann wird das Ganze nur aufgeschraubt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, über dieses System, dieses Flexrohr, das ist auch etwas biegsam, den Sprenger dort zu platzieren, wo er ihn braucht. Das heißt, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Je nachdem, wo ihr herkommt mit eurer Wasserleitung, kann es ja sein, dass ihr von tiefer kommt. Der Rasensprenger muss weiter hoch und demzufolge habt ihr hier die Möglichkeit, noch Spiel aufzunehmen. Wer jetzt nicht mit einem solchen Flex-System arbeiten möchte, hat auch die Möglichkeit, dann direkt Fittings zu verwenden, die ein Außengewinde haben. Da habe ich im Moment keine mehr da. Ich habe jetzt hier noch einen mit einem Innengewinde. Diese Materialien jetzt hier kann man auch für den Hauswasserleitungsbau verwenden. Ich habe es zum Beispiel in der Poolverrohrung mit drinne. Hier ist jetzt auch ein Innengewinde. Diese Variante gibt es auch mit Außengewinde. Und dann könnte man direkt diesen Sprenger hier draufschrauben, hätte das dann so in der Erde drunter und könnte dann von hier aus mit dem Rohr weitergehen. Ich persönlich empfehle euch aber diese Variante. Das ist jetzt ein System, ich weiß gar nicht, 6-7 Euro, was ich jetzt hierfür bezahlt habe. So ein Fitting seid ihr auch in der Preisklasse von ungefähr 5 Euro. Hier habt ihr aber mehr Spiel, mehr Flexibilität. Das gleiche Bauteil habe ich jetzt, also das ist ein Original Hunter Produkt, wie ihr jetzt hier drauf seht. Das gleiche Bauteil habe ich zum Beispiel auch von Gardena schon genutzt. Da ist dieser Schlauch deutlich flexibler. Der ist dann mit einer Schelle aufgebracht. Das ist dann fast schon ein Gummischlauch. Da habt ihr dann nicht nur die Möglichkeit, so zu wechseln, sondern auch ein Gewinde, was praktisch horizontal, vertikal, also in beide Richtungen sozusagen weggeht. Das Rohr gibt es in verschiedensten Ausführungen. Ich habe jetzt hier mal ein kleines Reststück. Vom Prinzip her denkbar einfach. Ihr habt hier doch ein relativ massives Rohr. Bei der Verlegung meine Empfehlung, weil das meistens als Rollenware angeliefert wird. Also ich habe das mir mal als 50 Meter Ring oder als 25 Meter Ring gekauft. Das ist relativ starr. Also da ist kaum was mit Verbiegen möglich. Und wenn ihr dieses Rohr dann als Rollenware bekommt, ist es leider Gottes so, dass das relativ starr ist. Wenn ihr das ausrollt, dann zieht sich das immer wieder zusammen in der Rolle. Deswegen das Ganze an einem sonnigen Tag machen, die Rolle vorneweg abwickeln, also nicht rausziehen, sondern wirklich die Rolle abdrehen und in der Sonne liegen lassen. Und dann wird das relativ geschmeidig und man kann dann das Rohr auf die Länge ausziehen. Tja, und wenn ihr jetzt das Rohr einmal in die Erde gelegt habt und verbaut habt und merkt dann, ich möchte hier einen Abzweig setzen, ich möchte hier einen Verbinder setzen, dann gibt es da auch die verschiedensten Fittinge, um das Ganze bequem und einfach zu installieren. Hier mal eine kleine Auswahl, einmal ein Winkel, 90 Grad Winkel. Das Ganze hier funktioniert über eine Schraubverbindung. Ihr habt also euer Rohr, gebt die Überwurfmutter drüber, habt dann, na komm her, diese Schelle, dann
kommt der Abdichter, dann ist hier einfach die Öffnung mit einem Nullring noch drin, der noch aufgeschoben wird. So. Ja, und wenn dann dieses Stück hier gegen geschraubt wird, dann wird das Ganze hier richtig kräftig rein. Man merkt dann hier Anschlag drin, sollte man richtig nachschieben. Das Ganze dann kräftig bis zum Anschlag ran. Das hält, das ist fest. Diese Variante ist kostengünstiger, ist auch von der Installation her überhaupt nicht schwer. Parallel dazu gibt es auch dieses Ein-Klick-System von Gardena beispielsweise. Hier ist es so, ihr habt eine halbe Umdrehung, dann ist dieser Verschluss geöffnet, halbe Umdrehung zu, ist er wieder verschlossen. Hier müsste man eins machen, das Rohr einstecken und dann wirklich darauf achten, ihr habt gemerkt, ich stecke das jetzt einmal rein bis zum Anschlag. Das reicht nicht. Ihr müsst ein zweites Mal kräftig schieben, dass es nochmal nachrutscht, knappe 2 cm. Dann wird es einfach nur festgezogen und fertig. Deutlich einfacher als bei der Verschraubung, aber auch preisintensiver, weil Bequemlichkeit kostet bekanntlich Geld. Und ihr seht dann hier auch die Abdrücke drauf, die hinterlassen werden. Also auch diese Verbindung ist wirklich dicht. Habe ich jetzt über 2 Winter in der Erde schon drunter. Trotz dessen ich das Wasser ablasse, kann ja sein, dass irgendwo noch Wasser steht. Keine Probleme, hat alles gehalten, ist alles dicht. Für das heutige Bauprojekt verwende ich einen Verbinder. In dem Fall habe ich mich auch für das Gardena-System entschieden, weil ich da relativ schnell und problemlos rankomme, weil das auch bei mir im heimischen Baumarkt geführt wird, das System. Und mein Ziel ist es, dass jetzt von der bestehenden Verrohrung, die ja schon in der Erde ist, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe dieses System ja bereits eingebaut. Das heißt, so ist das Ganze jetzt schon in der Erde drin. Und ich möchte das Ganze ja hier nun insgesamt verlängern, um die knapp 20 cm, die mir dann noch fehlen. Also mache ich eins, ich werde diese Verbindung, die ich jetzt hier habe, also das ist in etwa dieses System, ja, kann man ja beliebig sich zusammenbauen. So, und dann kommt dann hier das Wasser. Und in dem Zusammenhang müsste ich dieses Stück hier einfach verlängern. Und dafür werde ich eins machen. Ich werde an das bestehende Rohr einmal diesen Verbinder, diese Muffe aufbringen. Halbe Umdrehung auf, das Ganze eingeführt, bis zum Anschlag rein, zugemacht. Das Stück Rohr noch setzen, was mir fehlt. Auf dieses Stück Rohr kommt dann der bereits bestehende Übergang auf das Gewinde. Und dann habe ich das Ganze einfach um die 20 cm, die mir fehlen, verlängert. Ihr seht also, der Aufwand selber bzw. die Komplexität ist relativ gering. Der Aufwand wird jetzt sein, das Ganze draußen erstmal auszugraben. Das heißt, den Sprenger, der noch in der Erde ist, eben aus der Erde rauszuholen, die Verrohrung bis dorthin freizulegen, wo im Moment der Übergang angebracht ist. Anschließend grabe ich dann so weit an meine Borden ran, wie ich den, also wo ich den Rasensprenger setzen möchte. Da muss ich mal schauen, da ist ja auch Beton eingebracht, wie weit ich gehen kann. Denn der Rasensprenger bringt ja auch eine gewisse Tiefe mit und sollte nach oben hin ungefähr bündig mit der Grasnarbe abschließen. Und da muss ich mal sehen, wenn die Borde praktisch hier sitzt, hier der Betonwulst noch mit angebracht ist, wie weit kann ich jetzt rübergehen. Das wird die spannende Aufgabe sein, aber dazu kann ich viel spekulieren und sonstiges. Der einfachste Weg wird sein, dass ich jetzt einfach das Ganze erstmal ausgrabe und freilege, und dazu nehme ich euch jetzt wieder mit in meinen Garten. Ich habe jetzt die Grasnarbe sauber abgestochen und mit der Schaufel rausgehoben und mich schon mal vorgegraben. Ihr seht jetzt hier die Zuleitung, diesen Überwurf. Dann kommt dieses Flexstück, was dann hier die Möglichkeit bietet, den Sprenger in der richtigen Position einzubringen. Ursprünglich stand er hier und er soll jetzt hier rüber kommen. Jetzt könnte ich grob Pi mal Daumen mit dem Zollstock ausmessen, wie weit ich jetzt hier rüber kann, und dann schauen, ob das von der Tiefe überhaupt passt. Ich werde jetzt aber eins machen. Ich habe ja noch einen Sprenger übrig.
ein Ersatzsprenger und auch noch ein Fleckstück übrig. Das werde ich jetzt in meiner Werkstatt erstmal verbinden, wieder anschließen. Anschließend werde ich den jetzt mal grob hier reinsetzen, um zu schauen, reicht die Tiefe, also ist das Ganze dann hier ebenerdig mit der Grasnarbe oder noch nicht, dass ich vielleicht noch tiefer graben muss. Dann geht es ja so weit, dass ich schauen muss, ich habe jetzt hier extra nicht so viel Beton eingebracht an dieser Bodenstelle, ob ich vielleicht noch weiter rüber graben kann. Und das möchte ich gern einfach high life austesten, indem ich einen Rasensprenger reinstelle. Und heißt für mich, wir lassen das jetzt erstmal so und es geht zurück in die Werkstatt. Zurück in der Werkstatt. Das ist der Sprenger, den ich euch vorhin schon gezeigt habe und eben auch das Anschlussstück, was ihr vorhin schon gesehen habt. Und im nächsten Schritt möchte ich das zunächst eindichten. Das ist für mich jetzt nur ein Testaufbau. Das heißt, ich könnte normalerweise darauf verzichten, einfach nur zusammenschrauben und schauen, wohin kann ich ihn setzen, wie lange müsste ich das Rohr machen. Aber wenn ich einmal bei bin, denke ich, dass ich dem einen oder anderen von euch vielleicht auch helfen kann. Das Eindichten an sich ist jetzt kein Hexenwerk. Man sollte aber darauf achten, das richtige Dichtmittel zu verwenden. Das ist jetzt hier ja keine typische Baumarktware, die ich hier habe. Es gibt häufig einfach dazu dieses normale Teflonband. Auch das habe ich noch da. Das ist meistens hier dann so dieses hier. Das Band an sich dichtet sehr gut ab, hat aus meiner Sicht aber den entscheidenden Nachteil, dass das Gewinde, wenn das einmal reingeschraubt worden ist, nicht mehr herausgeschraubt werden kann oder darf, weil ansonsten das Teflonband einreißt und das Ganze undicht wird. Hat das jetzt irgendeinen Belang? Ja, denke ich schon, weil ihr müsst euch vorstellen, bei diesem Handersystem, dieser Sprenger läuft ja hier oben hin und her. Der rechte Anschlag, der ist fest, den könnt ihr nicht verändern. Das heißt, wenn jetzt meine Borte hier lang geht oder hier lang geht, müsste ich den praktisch so einbauen und dann kann ich über den Einstellschlüssel lediglich den Öffnungswinkel verstellen. Also im Moment haben wir jetzt knappe 90 oder 100 Grad, was er jetzt hier wegdreht. Und wenn ich sage, er möchte halt 180 Grad drehen, kann ich das mit dem Hunter-Einstellschlüssel justieren, dann dreht er einfach viel weiter. Wenn ihr jetzt das ganze Teil einbaut, habt vielleicht hier oben aus Versehen ein bisschen dran gewackelt. Ihr seht, wenn ich jetzt zum Anschlag drehe, komme ich ganz zurück, drehe ich nur ein bisschen, dann ist hier trotzdem, es geht nicht weiter rüber. Ich muss wirklich von Anschlag zu Anschlag drehen. Und wenn ihr jetzt das System so eingebaut habt, eure Borte oder euer Weg zum Beispiel hier so lang läuft, ihr freut euch, es funktioniert alles, ist alles dicht und dann läuft der Sprenger das erste Mal hoch und sprüht auch. Und statt diese Kante abzusprühen, macht er eben in diese Richtung, dann könnt ihr ja vom Prinzip her eins machen. Ihr könnt in dem Zusammenhang einfach diesen Sprenger als Ganzes ganz vorsichtig einfach nach rechts rüberdrehen. Ja, das kann man über diesen Einsatz machen, aber auch mit dem Sprenger als Ganzes. Wenn ihr dann aber merkt, Mensch, der Sprenger ist schon zu weit hier drüben und irgendwas anderes passt auch nicht, ihr müsst den Sprenger als Ganzes wieder hier rückwärts etwas aus dem Gewinde rausnehmen, dann habt ihr den großen Nachteil, dass das Teflonband durch dieses scharfe Gewinde eingerissen ist. Und ich habe das bei mir am Anfang, als ich mit dem normalen Teflonband gearbeitet habe, mehrfach festgestellt, dass wenn ich das wieder rausdrehe und sei es nur eine halbe oder eine Umdrehung, das Teflonband eingerissen ist und das Ganze dann hier unten undicht geworden ist. Das ist natürlich schade. Der Wasserdruck fehlt dann hier oben in der Sprengleranlage. Vieles geht hier unten verloren, wo es dem Rasen nicht wirklich viel bringt. Deswegen meine Empfehlung, wirklich auf qualitativ hochwertiges Dichtband setzen. Und das Geld hat man auf jeden Fall wieder. Ich mache jetzt eins. Ihr habt hier ja normale Rechtsgewinde dran. Das heißt, das Teflonband wird dann entsprechend, wenn das Ganze sich jetzt so rumdreht, wird es dann andersrum eingewickelt. Im Endeffekt. Ich weiß, der Profi macht das sicherlich schöner. Aber mir geht es jetzt hier nicht um die Optik, sondern einfach nur darum, dass dieses Gewinde dicht ist. Den ersten Bereich lasse ich
immer frei, damit das Gewinde erstmal anziehen kann. So, und wenn ihr das Ganze jetzt hier eingebunden habt, eine gewisse Stärke auch drauf habt, so, dann wird das Ganze eingedreht, geht relativ tief rein, ja, aber unbedingt darauf achten, dass ihr hier bündig und nicht verkantet reingeht, also auch das passiert schnell mal. Und weitere Regel, nach fest kommt ab. Das sollte vom Prinzip ja schon völlig reichen. Dann habe ich jetzt hier den Anschluss und für den Winkel, das habt ihr ja draußen gesehen, ich habe draußen dieses Stück an meiner bestehenden Anlage drinne, müsste ich jetzt hier im Endeffekt ja, hier auch schon mal das Band drauf machen. Aber wie gesagt, das ist ja nur ein Probeaufbau, um zu schauen, wie weit ich das Rohr jetzt abschneiden muss. Mit diesem Stück, meinem Verbinder, meinem ja, Reststück, was ich an Schlauch noch da habe, geht es jetzt wieder raus und das Ganze wird erstmal ausgemessen. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachgraben müssen, weil es noch nicht tief genug war. Ich bin jetzt hier auch relativ bündig am Beton von der Rasenkante und wenn ich jetzt mal grob drüber lege, also höher sollte es nicht sein. Der Rasen wird ja ein bisschen tiefer als die Kante dann sein. Das heißt, hier hinten in der Ecke kann ich jetzt den Sprenger einbauen. Das passt von der Höhe her. Und jetzt geht es darum, dieses Zwischenstück hier zu schließen. Ich werde jetzt die Klemmverschraubung hier öffnen. Hier praktisch das offene Rohr. Wichtig ist, wenn ihr jetzt im Nachhinein arbeitet, darauf achten, dass da kein Dreck dran kommt, dass das Rohr sauber bleibt, dass nichts reinläuft. Ich mache dann immer, bevor ich den endgültigen Anschluss mache, noch mal eine Wasserladung durch, dass gegebenenfalls Dreck, der schon reingekommen ist, einfach rausgespült wird. Dann mein Verbinder, das war der erste, und noch mal nachschieben bis zum Anschlag. Halbe Umdrehung, dann ist das Ganze fest. Dann kommt der Anschluss, das hatte ich ja vorhin hier zusammengebaut zu Demonstrationszwecken. Auch hier einfach zusammen. Dichtgummi noch mit drauf. Das Ganze spüle ich jetzt zwischendurch mal mit Wasser ab. Das seht ihr jetzt im Video nicht, dass es schön sauber ist. Ist jetzt auch kein Dreck drinne. Dann wird das Ganze jetzt hier eingeführt. Und anschließend verschraubt. Und nun mache ich eins, ich nehme jetzt einfach den Sprenger an die Position, wo ich eben schon den Testsprenger gesteckt hatte. Ja, also das passt. Dann wird das Rohr ja hier lang verlegt und dann kann ich jetzt hier relativ gut abmessen bzw. abschätzen, wo das Ganze abgeschnitten werden soll. Und dann kommt dann hier der Schnitt.
Und für den Schnitt selber verwende ich eine ganz normale Gartenschere mit der entsprechenden Kraft. Also das Rohr ist relativ starr und steif, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das kann man einfach mit einer Astschere oder mit einer Gartenschere abschneiden. Man kann natürlich auch die Spezialscheren kaufen, die es dazu gibt. Also wer damit öfters arbeitet, wird dann eher auf Profimaterial zugreifen wollen. Aber mit der Gartenschere für den Heimgebrauch funktioniert das Ganze auch. So, und um festzustellen, wo ich das Ganze jetzt abschneiden kann, mache ich eins. Ich stecke das Ganze jetzt bis zum Anschlag rein. Dann kommt hier eine Markierung drauf. Ziehe ich das Ganze wieder raus, wieder dahin, wo es war, dann kommt das Ganze wieder in die Position, wie ich das einbringen möchte. Und was ich jetzt hier eben abmessen kann, ist die Länge, die in diesem Gardena-Stück drin ist. Das sind 6 cm und das bedeutet, ich müsste praktisch von hier, wo ich jetzt meine Kante habe, da nochmal 6 cm drauf gehen und dann wäre hier der Schnitt. Um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich jetzt noch einige Feinarbeiten. Dass hier noch ein bisschen die Erde rauskommt, dass das schön nach unten ablaufen kann. Dann wird der Springer nochmal an seine Position gestellt. Hier. Dann wäre hier hin. Von da an dann 6 cm. Das heißt, hier ist der Schnitt. Und dann ganz normal mit einer Gartenschere das Ganze abgeschnitten, sauber. Ist auch kein Dreck drin. Wird das Ganze wieder eingesteckt, eins bis zum Anschlag, anschließend wieder verdreht. Und das war's auch schon. Ihr seht also hier das alte Rohr, den Verbinder, dann das neue Rohrstück, was ich eingesetzt habe, bis hin zum Rasensprenger, wo er jetzt hier sitzt. Und jetzt kommt eins zum Tragen, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Gehe ich mit der Perspektive mal jetzt auf den Rasensprenger. Na, wie machen wir das am besten hier? Und zwar, wenn ich den jetzt hier einstelle, springt er bis hier rüber. Ja, das ist ungefähr die Flucht, die ich hier auch haben möchte. Man sieht ja hier drauf den Pfeil und das würde dann praktisch hier rübersprühen. Das hier kann ich einstellen, aber die Sprengung bzw. der Winkel nach rechts ist vorgegeben. Das passt jetzt in dem Falle. Ansonsten müsste ich jetzt nochmal, also wenn der jetzt zum Beispiel nach da gehen würde, müsste ich entsprechend dann den Sprenger nochmal nachjustieren, dass ich hier kein Wasser irgendwo verliere. Ich mache jetzt eins zusätzlich, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde jetzt mit dem Hunter-Schlüssel den Sprenger verschließen. Anschließend werde ich Wasser auf die Anlage geben und dann einfach mal schauen, ob das Ganze dicht ist. Hierfür nutze ich den Hunter-Einstellschlüssel. Ihr habt ja dann einmal den Winkel und hier in der Mitte ist dann der Wasserdurchfluss. Also der Schlüssel wird, ihr seht hier unten, da ist kleine Nasen dran, eingesteckt. Dann muss man probieren, da ist der Naseneingang, also wo er greift und nach rechts gedreht, man hört ein Klacken, ist das Ganze zu. Dann ist das Ganze jetzt hier praktisch dicht gemacht. Ich lasse die Kamera mal weiterlaufen und stelle das Wasser an. So, während die anderen Rasensprenger laufen, kommt jetzt hier die Kontrolle. Hier hatte ich die Anschlüsse gelegt. Da ist alles trocken. Hier auch, unten drunter ist alles trocken.
Das heißt, die Anlage ist dicht. Ich werde jetzt mit der Erde, die ich ausgehoben habe, diesen Rasensprenger wieder einbauen und die Erde außenrum dann festmachen, dass hier keine Bewegung mehr reinkommt. Und anschließend kommt die Grasnarbe wieder drauf. Vorneweg mache ich noch einen kleinen Test. Und zwar werde ich den Sprenger jetzt, dass nicht nass werden soll, einfach mal kurz einschalten, um zu schauen, ob der Winkel, wie ich ihn hier habe, wirklich reicht. So, das Ganze läuft jetzt hier. Ihr seht hier meine Borde. Und das hat schon viel zu früh aufgehört. Das heißt, ich muss noch ein bisschen rübergehen. Ja, das war zu viel. Genau, da möchte ich das gerne hinhaben, dass Teile von meinem Wäscheplatz noch mit befeuchtet werden. So passt das. Noch mal geschaut, ob das unten drunter dicht geblieben ist. Und dann geht es jetzt ans Einbauen der Erde. Der Gelegenheit kommt jetzt hier noch mal eine Begradigung. Ich drehe das Wasser wieder auf. Mit einmal einstellen wird es gar nicht reichen. Ich habe hier das Problem, dass der Wasserdruck zwar grundsätzlich gegeben ist, aber abhängig von der Tageszeit und wie jetzt hier in der Umgebung das Wasser gezogen wird, ist es so, wenn die Anlage frühs automatisch um 6 sprengt, dass zum Beispiel dieser Sprenger im Original einen knappen halben Meter zusätzlichen Auswurf hatte in der Entfernung. Und sobald jetzt hier die Verbraucher anfangen zu ziehen, also nicht nur bei mir im Haus, sondern in der Straße, in der Stadt, keine Ahnung, wo da überall das Wasser gezogen wird, da geht die Wurfweite zurück. Deswegen habe ich das grundsätzlich dann mehrfach eingestellt, um irgendwo ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ich sprenge dann lieber meine Gehwege mit, dass es ein bisschen weiter geht, als dass mir dann irgendwo das Wasser insbesondere an den Rändern fehlt. Hinten werde ich ihn auch etwas schräg einbauen, dass die Wurfweite noch dort verlängert werden kann. Ihr seht, dass ich hier den Rasen, die Stücke, die ich eingebracht habe, immer weiter reindrücke und verdichte. Hier kommt sowieso neue Erde drauf. So, weiter geht es nicht auf. Und jetzt habe ich aber schon bemerkt, dass jetzt hier auf der linken Seite das Ganze viel zu weit dreht. Also mache ich jetzt eins. Ich gehe in den zweiten Regler, auch da suche ich dann die Nase, wo sie passt. Und nach rechts gedreht erhöht den Wurfradius, das heißt, das Ganze macht dann fast 360 Grad. Und wenn ich das Ganze nach links drehe, wird der Wurfradius etwas kleiner. Ich gehe ein bisschen nach links, ganz rüber. Ihr seht, hier ändert sich gar nichts. Aber in dieser Richtung muss ich jetzt mal schauen, wie weit er dreht. Ungefähr hier müsste Schluss sein. Oh, das passt ganz gut. Können wir so lassen. Und ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, das Wurfbild zu ändern, indem ich dann hier vorne die Imbusschraube weiter raus oder rein drehe. Ich zeige euch das mal an der Seitenperspektive. Also man kann das ganze Ding festhalten, dann ist ja nicht mehr. Wenn ich den jetzt weiter runter drehe, kommt dann fast nur noch ein kompakter Strahl, wenn ich so weiter raus drehe.
Ja, also man merkt, hier unten kommt Wasser, hier oben kommt Wasser. Das sind diese Kurzstrahlerdüsen. Auch das ist eine Sache, die muss halt individuell für jeden einzelnen Sprenger angepasst werden. Und auch das muss ich halt mehrfach machen, weil der Wasserdruck, sobald er sich verändert, auch das Wurfbild sich hier verändert. Ich werde das Ganze jetzt erstmal so lassen und testen. Ich werde jetzt hier noch Erde aufbringen, um das Ganze anzugleichen. Anschließend mit meiner Rasenwalze drüber gehen und dann zum Schluss frischen Grassamen aufbringen. Das Bewässern sollte ja kein Problem sein, dass der Rasen dann frisch anwächst. Und wenn er jetzt mein Projekt anguckt, gestern habe ich diese Borden gesetzt auf der linken Seite, heute noch den Rasensprenger verschoben. In 2 Wochen sieht man davon nichts mehr, dass der Rasen hier offen war. Da ist das alles wieder zugewachsen. Jetzt schauen wir mal. Ja, so ungefähr passt das. Also ein bisschen drüber macht mir persönlich jetzt nichts aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, ich euch Inspiration geben konnte, Tipps und Tricks, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Ideen und Tipps für mich habt, liebend gern, schreibt sie mir in die Kommentare rein. Da habe ich in anderen Videos schon viele tolle Ideen von euch aufnehmen können für meine Projekte. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Und bis dorthin, euer Com Mike. Ciao.